Yo, hey to the YouTube! Willkommen zurück zu einer weiteren Episode unseres Super Mario Maker 2 Let's Plays. Und ich würde sagen, heute in der Episode gehen wir weiterhin hin und erfüllen die Aufgaben von unserem Toad hier, um Geld anzuschaffen, aka Münzen, um dann hinzugehen, unser Schloss weiter auszubauen. Für all die Leute, die sich gewundert haben, warum die gestrige Episode keinen Like-Goal hatte, das lag ganz einfach daran, weil ich nur bis zur 5. Folge pre-recorded hatte, also vorab aufgenommen hatte, und ich einfach keine Episode mehr auf Lager hatte, um das anzubieten. Aber wir werden es definitiv wieder mit dieser Episode hier anbieten. Das heißt, wenn die Episode hier 15 Likes knacken sollte, bekommt ihr einen Double Upload, zweifachen Upload pro Tag. Was richtig dope ist und was die Serie schneller vorantreibt und euch mehr Content, euch mehr Videos bietet. Was ich eigentlich ziemlich nice finde, so als Belohnung dafür, wenn ihr als Community hingehen solltet und mich dick supportet. Ansonsten noch eine Kleinigkeit angemerkt. Ich habe echt gemerkt nach der fünften Episode, wie ausgelaugt ich war. Die ersten drei Episoden war das Elan und die Power richtig da und dann die vierte, fünfte Episode habe ich gemerkt, wie alles so ein bisschen chilliger wurde im Let's Play bis jetzt. Aber jetzt hier in der sechsten Episode sind wir wieder am Start, um voll aufzudrehen, würde ich sagen. Ich bin zwar ein bisschen müde, aber der Rost ist sozusagen weg, wenn ihr versteht, was ich meine. Ich war so ein bisschen eingerostet, aber ich habe mich jetzt wieder mehr ans Mario-Spielen gewöhnt. Ich habe auch ein paar Online-Level gespielt im Stream, auch ein paar schwierigere Level. Und ich hoffe mal, dass wir jetzt nicht die ganze Zeit so mega draufgehen werden. Wobei wir jetzt direkt mit einem 3-Sterne-Level anfangen. Wilder Kutschenritt. Eigentlich würde ich gerne mit etwas Leichterem anfangen, um wieder reinzukommen. Weil ich gestern nicht gespielt habe, aber okay. Ich habe ein Level mit einer Feuer-Junior-Clown-Kutsche gebaut. Okay. Der ist absolut cool. Halte Y gedrückt, um harte Blöcke zu zerstören und Gegner zu rösten. Wenn du in eine Röhre willst, steige mit R aus. Hit MC. Okay, ich würde sagen, wir springen direkt mal in das Level rein und legen los. Aber wie gesagt, am Anfang war es total ungewohnt, Mario Maker oder generell Mario zu spielen. Aber so mittlerweile habe ich mich an vieles wieder gewöhnt, steuerungstechnisch. Und es ist schon viel besser, angenehmer zu spielen, das Spiel. Und was mich auch übelst beruhigt hat, ist zu sehen, dass halt viele andere YouTuber an ähnlichen Situationen, wie ich auch gestorben sind in den ersten Leveln. Ich habe am Anfang gedacht, oh Gott, ich bin ein bisschen oft gestorben, oder? Aber dann habe ich gesehen, dass andere YouTuber mindestens genauso oft da verreckt sind an bestimmten Situationen. Und dann dachte ich mir, okay, also so schlimm kann es gar nicht gewesen sein bei mir, wenn die da auch drauf gehen. Ich finde das ziemlich cool. Gerade Mario Maker gibt einem halt die Möglichkeit, so richtig geil mit der Community zu interagieren und so weiter. Das war knapp mit dem Stachel. Die Stachel sieht man kaum. Vor allen Dingen, wenn die hier an diesen weißen Blöcken vorbeifliegen da. Die sind richtig winzig und so auch. Überhaupt nicht knapp oder so. Und hier ist schon der Save Point der erste. Okay. Die Frage ist, gehen wir da runter oder fliegen wir weiter? Ah, wir müssen anscheinend darunter. Nice, okay. Lassen wir unser Kart zurück und gehen weiter. Nevermind, wir kriegen ein neues Kart und wir werden zum Feuerblumen, Mario. Was uns erlaubt, jetzt drei Kugeln gleichzeitig zu schießen. Next level strat, next level shit. Boah, ich bin gerade ganz knapp diesem Schraubenschlüssel ausgewichen. Holy shit, war das close. Schnell durch. Überhaupt nicht knapp oder so. Bam! 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 Ah, Mist, wir sind getroffen worden. Wollte gerade sagen, aber hier kommen wir doch durch, oder? Der schießt cheap cheeps! Wie cheap ist das denn? What the fuck? Na, da komme ich nicht mehr zwischen, ohne zerquetscht zu werden. Glaube ich zumindest. Die Dinger hier muss ich loswerden. Da bin ich mir relativ sicher. Dafür muss ich auch. Yes, die eine hier zumindest kaputt schießen. Damit ich dann hier hochkomme. Lass mich raus. Noch ein Save Point und in die nächste Röhre rein. Let's go! Wir machen Fortschritt. Genau das wollen wir. Und bis jetzt war das Level gar nicht so schwer. Oh shit, ich sehe schon, wir müssen hier durch. Komm, noch einmal. Spring raus. Yes. Ohne zu verkacken, durch das 3-Sterne-Level durchgeflogen. Der Skill, der Mario-Skill, kommt langsam zurück, Mann.
Let's go! Bam, bam, badam, badam. Gib mir das Cash, gib mir das Cash. Aber ich glaube, wir können jetzt mit 1200, mit 1100 schon, weiter ausbauen. Wobei ich echt am Überlegen bin, erst Hauptgebäude zweite Etage zu bauen, anstatt erste Etage auf den Flügeln. Es sind auch nur noch 3 Münzen, dann können wir mit dem Hauptgebäude anfangen. Weil ich habe das Gefühl, dass das Hauptgebäude uns immer neue Funktionen gibt. Ja. Kettengreifer, Hängepartie. Bei der Arbeit war nicht viel zu tun. Da habe ich mir ausgedacht, was man mit Kettengreifern alles anstellen kann. Ha. Eine Menge Sachen. Lass es mich so ausdrücken. Eine Menge Sachen. Wir haben im Online-Mode schon einige davon gesehen im Livestream. Wenn man ihnen zu nahe kommt, lassen sie fallen, was sie gerade gegriffen haben. Probier es mal aus. Probier mal aus, ob du bis zum Ende kommst. Grünschnabel-Zimmermann. Ja, der perfekte Name für jemanden auf dem Bau. Vor allen Dingen, wenn sie wirklich Grünschnäbel sind. Ihr wisst, was ich meine, Freunde. Bam, bada, bam, bam, bam. Bam, bam, bam. Das wollte ich eher weniger. Ich wollte eher, dass er das hier drüben fallen lässt. Damit der Goomba eventuell auf diese Note da drauf geht, weil ich das Gefühl habe, das muss ich machen. Yes, und dann kriege ich nämlich den Schlüssel. Sehr schön, jetzt können wir hier rein. Müssen wir jetzt hier ein ähnliches Spiel spielen? Okay, dann habe ich gerade gefällt so ein bisschen. Muss er vielleicht hier drauf fallen? Nope, aber da kriegen wir ein Power-Up. I take it. Mit dem warten wir jetzt hier drüben, schmeißen den da drauf, holen uns den anderen Key. Greifer sind schon geil, aber ich hätte nicht daran gedacht, die so zu benutzen, ehrlich gesagt. Yes. Oh fuck, der ist von der anderen Seite runtergekommen. Der Arsch. Lass hier ruhig los. Die anderen beiden greifen sich den jetzt und dann werden die hier rüber geholt. Badam, badam. Das war easy. Das war leichter als das Vorlevel. Was machen wir hier? P-Switch. Ah, leck mich doch. Drop ihn. Okay, wir haben den P-Switch, den wir nicht aufheben können. Da habe ich nicht drüber nachgedacht. Wir müssen jetzt warten, bis der Greifer drüben ist. Die ganzen Blöcke dann mit dem P-Switch wegmachen. Und dann dem Greifer die Chance geben, den hier rüber zu bringen. Jetzt loslassen. Yeah! Bam, bam, badam, bam. War einfach. Achso, ich muss den Goomba in die Karre reinfallen lassen. Dann wird die Karre nämlich mad und fliegt von alleine rum. Oh nein! Lass den Goomba noch in der Karre. Ich muss mich dann wegbewegen. Ich sehe schon. So, hier in die Karre rein. Perfekt. Und jetzt gehen wir weiter. Und die Karre kommt dann hier runter. Jetzt kann ich da drauf springen und die Karre übernehmen. Jetzt gehört sie mir. Let's go! Und das ist das Ziel auch schon. Bam, badam. Schön. Fahnenstange ganz oben erwischt. 10 Bonusmünzen. Und die Rewards abgeholt. Aber ich muss gerade schon sagen, das Level war vom Skill her irgendwie schwieriger als das andere Level, was einen Stern mehr hatte, wenn ihr mich fragt. Feuerballregen in der Baumschule. Oh Gott, man sollte bei Holz nicht mit Feuer spielen. Ich habe mir mal Mühe gegeben und ein paar besonders hübsche Bäume gepflanzt. Irgendjemand müsste aber noch ausprobieren, ob sie tief genug in der Erde stecken. Und das Ganze geht am einfachsten, wenn man einmal auf jeden Baum klettert und dann das Ziel erreicht. Okay, mache einen Handstand auf allen Bäumen, in Klammern 12, und erreiche das Ziel. Na klar, ich gehe im Real Life auch hin und klettere auf Bäume, um zu gucken, ob die richtig verwurzelt sind. Haha, clever. Bada bada bam, bada bada bam bam. Zwei.
Oh, das hat mir nur geholfen, dabei die Dings zu killen. Okay. Drei. Und vier. Wie viele Leben hier sind? Holy shit. Und für... Okay, das war knapp. Wieso ist der so fett? Holy shit. Will der Stress? Oh, der kann ihn sogar stunnen. Das ist crazy. Okay, der ist trotzdem mit einem Schuss tot. Na. Sechs. Die Bonusmünze hole ich mir auch noch. Sind nochmal 10 Stück als Bonus. Toll. Ah, man kommt doch so da hoch. Ich wollte gerade sagen, ausgerechnet jetzt fährt der Block weg. What the hell? Spuckt die Feuer die Blume? Nee, ne? Oh, jetzt sind wir Katzen-Mario. Jetzt können wir nicht mehr dingsen. Oh, nice. Oh, fuck, ich bin gefallen. Nein! Ich will die Münze haben. Kann man das hier nicht von hier aus machen? Bin mir nicht ganz sicher gerade. Man kann doch hier doch hochlaufen. Ah, ja, genau. Ich habe ganz vergessen, der Katzen-Mario kann ja auch noch hochlaufen. Naja, so ist das halt nun mal. Ein Baum fehlt uns noch. Dann haben wir die ganzen Bäume erwischt. Und hier ist noch einer. Ja, nice. War einfach. Und jetzt ins Ziel. Mario immer mit seinem Wuhuu, miau. What the hell? So, okay, jetzt haben wir aber genug Kohle, um das auf jeden Fall in Auftrag zu geben. Wir haben sogar zu viel schon gemacht, wenn ich darüber nachdenke. Wir hätten gerade schon die Aufträge benutzen können, um unseren Fortschritt schon weiter fortzusetzen. Sodass wir diese Hämmer schon gestackt hätten, damit das Gebäude schneller gebaut wird. Weil es braucht jetzt nämlich auch 5 Dinger, Alter. 5 Level. Aber okay, wir haben 6 neue Aufgaben. Das heißt, wir kriegen die auf jeden Fall geregelt in der Zwischenzeit. Hier sind wir jetzt auch durch. Jetzt haben wir bis Level 18 alle Level fertig. Dann können wir jetzt mit 19 weitermachen. Cheep, Cheep, Schwärme. Ich habe ein paar Cheep Cheeps in meinem Unterwasserlevel... Was? In meinem Unterwasserlevel geworfen? Okay. Und dann noch ein paar. Und jetzt sind es ein paar zu viel. Ist dieser Level überhaupt noch schaffbar? Ich brauche Hilfe von Hobbytaucher. Naja, mal sehen, wie viele Cheep Cheeps du in dein Wasser geschmissen hast. Ich meine, viele Level sind voller Cheep Cheeps, wenn es Unterwasserlevel sind. Ich hasse Unterwasserlevel, Mann. Clever, Nintendo. Hoch und runter, hoch und runter. Bam, 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 bam. Ein paar Bonusmünzen mitnehmen, weil wir brauchen echt viele Münzen, um die beiden Flügel noch auszubauen. Wenn wir ungefährdet an ein paar Münzen rankommen können, nehme ich die gerne mit. Aber das hier ist nicht ungefährdet. Die grünen, fetten Cheeps sind hier... sozusagen gerade ein Zeitlimit. Die kommen auf uns zugeschwommen und wollen unseren Arsch. Und wir müssen hier durchnavigieren. Ah, das war einfach. Okay, gut. Wollte gerade sagen, und wir müssen hier durchnavigieren, ohne nebenbei die Stacheln zu treffen. Aber die machen weiterhin Druck. Alles klar, ich sehe schon. Oh, da kommen noch mehr. Uiuiui. Ui, ui. Ui, da kommen noch mehr. Ba, 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 ba. Gib mir mal ein paar Münzen. Wir haben ja noch ein bisschen Zeit, bis die hier sind. Und weg mit uns. Oh, das ist schon das Ende vom Level. Ja, das war ja ein schnelles Level. Aber nochmal 73 Bonusmünzen. Nehme ich gerne mit.
Ist immer gut, wenn ein Level fast schon so viele Münzen gibt, wie die Belohnung fürs Level ist. Ich meine, ich glaube, das Level gab jetzt 150. Ja, da sind wir nicht ganz dran mit fast 100. Aber es deckt sich. Kleinvieh macht auch Mist. Bam, badam, badam, bam. 27% schon auf unserem Schloss. Ja, nice. Feuerklauen-Kutschen-Expedition. Und wir haben die Level sehr ähnliche Namen, weshalb ich einfach davon ausgehe, dass manche Level davon wirklich relativ ähnlich sind, beziehungsweise zusammengehören teilweise sogar. Aber warum heißt das hier Feuerklauen-Kutschen-Expedition und hat 2 Sterne? Und das andere Level, was wir schon gemacht haben, war der wilde Kutschenritt mit 3 Dingern. Die Feuerklauen-Kutsche ist bereit für ihre erste große Expedition. Halte Y gedrückt, um sogar harte Blöcke zu zerstören zu können. Ich würde ja alles selbst erledigen, aber ich muss dringend noch meine Steuererklärung machen. Yikes, damit solltest du nicht allzu lange darauf auf dich warten lassen, weil das kann teuer werden, wenn du das nicht machst. Todesmutiger Forscher. Ja, ne? Expedition von einem todesmutigen Forscher. Du würdest ja alles liebend gerne selber machen, aber du hast ja noch was ganz Wichtiges zu tun. Weshalb rein zufällig wir jetzt auf diesen Todestrip gehen sollen. Ich verstehe schon. Ich finde das super lustig, wie Nintendo immer alles so lieb und freundlich darstellt. Aber wenn man tiefer zwischen den Sätzen liest, reißt man sich letztendlich jedes Mal den Arsch auf, um nicht drauf zu gehen. Ey, eine Feuerblume. Nice. Nicer Scheiß. Wo geht's lang? Gehen erstmal hier rein. Das ist eine dicke Münze. Bam. Bam, bada, bam. Nice, okay, ihr seid dead. Wir kriegen die Münze. 10 Bonusmünzen. Aber diese Dinger hier sind richtig kompliziert zu steuern. Komm auf meine Höhe. Oh, shit. Come back. Falsche Taste. Ba-ba-bam-bam-bam. Oh, gigantische Koopa. Okay, ihr seid alle dead, ihr schmeißt keine Hammer mehr nach mir. Sweet, nice. Blip, blip. Blip, blip. Oh, wir haben unseren Helm verloren. Immerhin haben wir unser Power-Up noch, das ist nice. Oh nein! Aber wir können immer noch Feuerbälle schießen, weil wir immer noch die Kutsche an sich haben. Oh Mann, ich fahre gerade zu schnell hoch und zu unkontrolliert. Jetzt brauche ich gleich wieder ein Power-Up. Oh, jetzt bin ich unten hängen geblieben. Das war knapp. Das war überhaupt nicht knapp oder so. Shit, hier sind Kanonenkugeln. Damn. Oh, die spiken einen bestimmt. Yep. Als wenn ich es geahnt hätte. Nein, der Feuerball von der Blume hat mich erwischt, von der Piranha-Pflanze. Shit. Naja, ich glaube, das war unser erster Tod, diese Episode. Oder vertue ich mich da gerade? Ich könnte mich natürlich gerade auch vertun, aber... Ich kann mich nicht daran erinnern, heute gestorben zu sein. Oh nein, direkt erwischt worden. Fuck my life. Man sieht die auch erst so ganz... Das ist so bescheuert hier gemacht, Mann. Man sieht die erst so spät, die Pflanzen, dass man, wenn man runterfliegt, schon fast in denen drinne ist. Und wenn die dann instant auch ihren Feuerball schießen, dann zerreißen die einen instant. Instant. Man sieht die nicht früh genug, meiner Meinung nach. Schon wieder hier. Ich bin einfach nur hoch... Und ja, ich kenne den Aufbau des Levels mehr oder weniger, aber... Das Ding ist so schwer zu steuern... Naja, okay. Aufhören zu beschweren, durchziehen. So schwer ist das Level nicht. Ich stelle mich nur dumm an, weil das Ding schwer zu steuern ist. Luigi, halt doch einfach die Fresse. Ich weiß,
Viele Leute bringen das Argument, Luigi will doch nur helfen. Sei nicht so gemein zu Luigi. Das habe ich schon ein paar Mal mitgekriegt. Aber sind wir mal ganz ehrlich, Leute. Der Typ triggert einen mehr mit seinem, ey, ich kann dir helfen. Fuck. Ich kann dir helfen. Das ist eher so ein, ich will dich triggern. Du bist kacke, lass mich dir helfen, weil du kacke bist. Anstatt, komm, das ist schwer, ich will dir wirklich helfen. Fuck off. Okay. Und tschüss. In dem Game hier ist Luigi wirklich eine Triggermaschine. Darauf wollte ich hinaus. Vor allen Dingen, dass es jedes Mal kommt, wenn man zweimal stirbt, Mann. Ich finde das so nervig. Wenn man mal eine schlechte Stelle hat, wo man nicht weiterkommt und dann wirklich mal zwei, dreimal da stirbt, brauche ich nicht jedes Mal... Ey, Bruderherz, ich kann dir was zeigen, ich kann dir helfen. Meine Meinung dazu zumindest. Bam. Siehst du, so schwer war es doch gar nicht. Wir haben es geschafft, ohne Probleme. Let's go! Okay, Nummer 2. Wow, 29%. Wir machen Progress. Mit dem Schlangenblock von A nach B. Das hört sich immer gemein an. Schlangenblock-Level sind immer so... so schwer gemacht eigentlich. Ich habe eine Teststrecke für Schlangenblöcke gebaut. Damit werde ich es diesen ewig gestriegten zeigen, okay? Die immer noch behaupten, Schlangenblöcke wären gemeingefährlich oder unerträglich langsam so rum. Ha! Schlangenblöcke sind das öffentliche Verkehrsmittel der Zukunft. Schlangenblock-Freundin. Ich meine, ich habe auch gerade gesagt, mehr oder weniger, dass sie gemeingefährlich sind oder in schwierigeren Leveln sind. Von daher, ich meine, ich habe nichts gegen die Blöcke, aber die können schon in die Hose gehen. Tut mir ja leid. Badam, bam, badam. Vor allen Dingen, die Dinger transportieren dich ja nicht mal. Du musst ja immer noch selbst laufen. Was bedeutet, sie sind eigentlich gar kein richtiges Transportmittel. Ja, du kannst mit denen leichter von A nach B kommen. Aber am Ende des Tages musst du immer noch selbst laufen. Sick Meme. Sick Meme. Oh, schade, da waren nur Coins drin. Ich dachte, da wäre ein Power-Up oder so drin gewesen. Ah. Okay, Level beendet. Das war wieder ein schnelleres Level, wo das andere eben ein kleines bisschen länger war. Aber okay. Umso schneller wir durch die Level durchkommen, umso schneller baut sich unser Schloss auf. Und umso mehr Münzen bekommen wir. Darüber beschwere ich mich also nicht. Ganz im Gegenteil. Badabam, bam 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 badabadababa. Ich finde irgendwie diese Hintergrundmusik hier total ansteckend. Ich weiß auch nicht warum. Generell Mario-Musik oder sagen wir mal generell Nintendo-Musik. Ich habe das glaube ich schon mal gesagt in einem Video. Oder nee, das habe ich im Stream gesagt. Ich muss immer mitsummen. Und ich wette, den ein oder anderen von euch nervt das zu Tode. Ihr seid mega mad deswegen. Aber irgendwie gehört das zu Mario-Spielen einfach. Yoshi! Irgendwie gehört das zu Mario-Spielen für mich einfach dazu. Ich liebe die Musik oder generell, wie schon gesagt, zu Nintendo-Spielen. Oh, da hätte ich mit dem Cheep-Cheep hochspringen müssen. Oder mit dem Wasser halt jetzt gleich. Da, na, 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 badabam, ba. Yoshi! Okay, gut. Ich wollte gerade sagen, come back, Yoshi. Oh nein, jetzt haben wir Yoshi verloren. Das ist nicht so gut, Boys. Gar nicht gut. Aber hier ist immer ein Safe Point. Und wir kriegen einen neuen Yoshi. Let's go! Yoshi ist so praktisch im Mario-Spielen.
Ah, okay, ich sehe schon. Wie gemein. Bam. So, ich würde sagen, Zeit für ein Level haben wir diese Episode noch. Vorausgesetzt, es ist ein schnelles Level, was sich relativ solide durchziehen lässt. Bam, bam, badam, badam, badam. Weil dann kriegen wir nämlich auch noch unser Obergeschoss fertig. Oder unser Hauptgebäude, besser gesagt. Ranken in dünner Luft. Hört sich gut an. Ich habe einen himmlischen Level voller Ranken gebaut. Wer wissen will, was ganz oben wartet, der muss eine ganze Weile klettern. Hast du Lust drauf, Jüngelchen? Von Gärtnerin. Dann wollen wir doch mal. Das ist nicht die gleiche, die auch gesagt hat, wir können einfach auf die Plant Gang drauftreten. Und Ranken sind jetzt kein Ungeziefer, wollte ich schon sagen. Unkraut. Kappa. Oh, das sieht cool aus, das Level. Das ist ein Power-Up. Give it to me. Jetzt sag mir bitte nicht, hier wird das ganze Level über Mobs, ja genau, Mobs oder Gegner werden das ganze Level über mit dem Fallschirm kommen. Und das Level ist auch noch ein Side-Scroller, was von alleine sich ein bisschen bewegt. Das heißt, ich bin gezwungen, mich vorwärts zu bewegen. Ich kann nicht irgendwo kurz abwarten. Ja, ist ein Pilz. Let's go! Oh ja. Das war überhaupt nicht knapp oder so. Oh, 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 oh. Puh. Badamn. Shit. Ich sehe nichts. Was bringt mir jetzt der Stern, wenn ich mich eh nicht frei bewegen kann, weil es so langsam scrollt? Achso, ich kann dich damit noch killen. Sweet. Lol, die schicken sogar Bomben hier runter. Wie gemein ist das denn? Lucky 2 ist echt praktisch, wenn er nicht verschwinden würde. War es nicht mal so in anderen Mario-Spielen, dass er unendlich lange geblieben ist, dass man damit legit durchs ganze Level fliegen konnte, wenn man wollte. Das war doch mal so, oder nicht? Bam, bam, bam. Warte nochmal kurz, vielleicht ist ja noch irgendeine Münze oder sowas. Scheint nicht so. Killt mich das da oben? Das killt mich bestimmt da oben. Nicht aus dem Level rauskletter. Und selbst wenn nicht, ich will einfach nur die 10 Bonuspunkte kriegen. Sehr nice. Ja, die Bonusmünzen. In dem Spiel hier dreht sich alles um Münzen. Und fertig. Let's go. Hauptgebäude, zweites Obergeschoss, fertig. Und unsere Dings-Prozentanzahl springt sofort auf 34%. Nice. Und der Kollege hat eine Quest für uns. Und die Musik hat sich sofort umgeändert, okay. Sieht gut aus, oder? Was? Sieht gut aus soweit, oder? Nein, es sieht sogar sehr gut aus. Um nicht zu sagen, absolut fantastisch. Ja. Wo ist eigentlich der rote Toad hin? Schon wieder eine Toilettenpause? Wer weiß das schon so genau, aber der hier hat auf jeden Fall eine Aufgabe für uns und ich würde sagen, die Aufgabe machen wir dann in der nächsten Episode. Wenn es euch also heute gefallen hat, Leute, lasst einen Like da, einen Daumen nach oben, abonniert zum Kanal, um keine zukünftigen Videos mehr zu verpassen. Und ich bin raus, wünsche euch noch einen super tollen Tag, Leute, und haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao.